Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Zoo. Wir haben in der letzten Folge hier das Quarantänegebäude ein bisschen gebaut. So, und jetzt will ich gerade mal gucken, was wir hier sonst noch als Deko machen können. Afrikanisch muss nicht gerade sein. Australisches Tierschild. Wandschilder, Laden, Tierarten, Einrichtung, Quarantänebetrieb. So, machen wir mal das davor oder da dran. Mittelpunkte, Requisiten. Wo haben wir denn hier Blumen? Die machen wir, glaube ich, da dran. So. Das ist ein bisschen wie eingemauert, ne? Bisschen wie eingemauert. So. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Natur. Azaleen könnten wir da rein tun. So, das machen wir gerade mal so. Doch, die sind gut. Machen wir mal immer so übergreifend. So. So, da haben wir doch schon was. Passt. Ach so, was gibt's hier noch? Requisiten. Diverse Zäune. Ist nicht so das, was ich mir erwartet habe. Holzpalette, wer kennt's nicht? Sowas können wir auch noch hinmachen, ne? Ich gucke jetzt gerade erstmal wegen Wanddeko, die da eventuell passen würde. Zierliegestuhl, ja. Gucken wir mal später wegen Wanddeko. Dann würde ich hier jetzt gerade mal so.
Erde erstmal. Können wir ja immer noch ändern. So. Nee, so war das nicht gedacht. Da wären eine engere Stufen, wäre echt schön. Na gut, machen wir es so. Dann machen wir das mal so hier. Achso, so eine Medientafel könnte ich auch mal irgendwo platzieren, ne? Ist mal ganz unabhängig davon. So. Bildungsinhalt. Klimawandel. So. Das war aber nicht das, was ich hier machen wollte. Da, die habe ich gesucht. Spezialeffekt Wasser. So. Wasserfall. Machen wir mal so. So. Das passt doch. Strom schnell. Wow. So. Haben wir hier ein bisschen das. Ne, Einrichtung war das nicht. Requisiten, ne? Jetzt machen wir nämlich hier mal so ein kleines bisschen Deko-Time. Wo war denn das TÜV? Aussichtsturm. Dinge, mit denen man als Mitarbeiter so braucht, ne? Zugbrücke, Händlerkarren. Indischer Marktkarren. Können wir mal hinstellen. Das brauchen wir. Für die Mitarbeiter so zum Pause machen. So.
Die machen wir da mal hin. Kann ich die umlackieren? Machen wir mal in Rot und den Schlauch in Grün. So. Das war aber auch nicht das, was ich eigentlich suchte. Bisschen so als Deko. So, Holzeimer machen wir mal dahin. Da war doch eben mal so ein Zierei. Wir haben nicht Ostern. Noch nicht. Da ist es doch. Die machen wir gerade mal woanders hin. So. Nicht unbedingt, aber der Felsen an sich von der Art her gar nicht mal so verkehrt. So. So. Komm mal gucken. So. So. Doch, das ist ganz okay. Ja, den müssen wir vielleicht noch ein bisschen drehen hier. Dann passt das besser. So. Ja, ja, Einrichtung mit starkem Effekt. Das kennen wir. Und das Spielchen. Sehr schön. So, hier müssen wir das Gelände noch ein bisschen.
können wir kurzes Gras machen. Zwei Meter brauchen wir, glaube ich. Ja, zwei Meter ist besser. Ne, dann machen wir auch Gras. Auf Gras sonnte sich deutlich entspannter. Würde ich mal so sagen. Da können wir auch noch mal einen schönen Bodendecker. Nee. Nee, der war zu groß. Sind wir auch zu hoch? Sind wir auch zu hoch? Es gibt da auch so ganz flaches, habe ich da auch schon irgendwo gesehen. Nee. Das auch nicht. Die auch nicht. Auch nicht. Oh. Alles andere als flach. Preiselbeerbusch war es auch nicht. Aber eigentlich sucht die erstmal das flache Wasser. Titanwurz. Okay, was auch immer das ist. So, wird bald an Altersschwäche sterben, das ist okay. Was denn? Wir haben das doch. Moment. Hier haben wir das doch. Fächerblumenstrauch. Nee, hier ist es. Efeu. Das war das, was ich gesucht habe. Das ist nämlich so ein schöner Bodendecker dann hier. Ups, so war das nicht gedacht. So, dann machen wir den nämlich hier gerade mal zu, den Bereich. Dann machen wir da kurzes Gras drunter. So. Komme der Sache näher.
Efeu. Achso, die ist eigentlich für an die Wand, ne? Macht nix, macht sich auch als Bodenpflanze sehr gut. Macht sich auch ganz hervorragend als Bodenpflanze. So. Können wir aber trotzdem vielleicht auch noch ein bisschen hier an der Wand. So. Gruppe bearbeiten, beenden. Der Regen geht mir gerade ein bisschen auf den Keks. Okay, da sind zwei Leute zu Besuch. Viele denken, dass die Tickets zu günstig sind. Das ist okay. Jetzt kann man wieder nach meinen Straußen gucken. Einrichtung mit stark negativem Effekt, ja. So, wie ich sehe, ist die Zeit auch schon wieder um. Dann lasse ich hier noch ein paar Strauße frei. Sag aber schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.